Wir befinden uns hier auf der Hannover Messe 2015 am Stand der Konradin Mediengruppe. Bei mir zu Gast ist jetzt Dr. Axel Zein, er ist Geschäftsführer der WS-CAD Elektronik GmbH. Herr Dr. Zein, Sie sind im Bereich E-CAD unterwegs. Welche neuen Lösungen bringen Sie dieses Jahr an den Markt? Wir haben eine neue Version 2015 unserer Software mit im Gepäck, mit einem Feuerwerk an Neuerungen für die Verfahrenstechnik, Benutzerrecht, um große Teams location-übergreifend zu verwalten, aber auch das ganze Thema US-Normen und US-Symbole. Eine Sache möchte ich aber hervorheben, das ist ein neues Produkt, wscaduniverse.com. Mit über 1 Million Symbolen und Artikeldaten wahrscheinlich die größte elektrotechnische Datenbank, die es weltweit gibt. Das Besondere dabei ist, wir bedienen WS-CAD-Nutzer, aber auch Nutzer der Anwendung E-Plan. Und ebenfalls Besonderes ist, der Zugang zu dieser Datenbank ist kostenlos. Sowohl für den Endanwender als auch für den Gerätehersteller, der da seine Daten zur Verfügung stellt. Sie sprachen gerade von den Nutzern des Mitbewerbers E-Plan. Wie ist das denn, wenn die dann E-Plan-Daten ausliefern wollen? Haben Sie dafür auch eine Lösung? Ja, wir haben viele Kunden, die in WS-CAD konstruieren und gelegentlich E-Plan-Daten liefern müssen. Wir haben dafür einen Menüpunkt eingebaut, E-Plan Export Service nennt sich das. Es ist eine Dienstleistung. Im Hintergrund wird das Projekt gepackt, an uns geschickt und der Kunde kriegt in 48 Stunden ein Angebot für die Konvertierung seines Projektes in nativ E-Plan-Format. Das Besondere dabei, wir machen damit keinen Gewinn und realisieren Seitenpreise, die sensationell sind. Der Faktor Zeit ist im Engineering immer wichtiger, Projekte müssen immer schneller abgewickelt werden. Welche Gedanken hat sich die Firma WS-CAD dazu gemacht? Wir haben zum einen die Software so gestaltet und so optimiert, dass wir mit jeder neuen Softwareversion noch schneller sind. Da haben Sie die klassischen Phänomene, die Sie sonst auch von anderen Herstellern kennen, bei uns nicht. Zweitens, wenn Sie im Engineering arbeiten und Zeit sparen wollen, müssen Sie mit Makros, das sind Teilschaltungen, arbeiten. Die können Sie einfach in Ihre Pläne reinziehen und sind relativ schnell fertig. Wenn Sie nochmal einen draufsetzen, verwenden Sie Makros mit Varianten, wo Sie zum Beispiel in der Teilschaltung unterschiedliche Antriebsvarianten haben. Innerhalb von 3 Sekunden haben Sie die geändert. Peng. Nochmal einen Schritt weiter, Sie können alles automatisch generieren und platzieren lassen. Das ist wirklich wie von Zauberhand, werden Ihre Pläne bestückt. Deswegen heißt das Produkt auch Project Wizard, der Projektzauberer. Ein Thema, das über allen Messeständen hier in Hannover schwebt, ist die digitale Fabrik, Stichwort Industrie 4.0. Wie wirkt sich diese Entwicklung auf den E-CAD-Bereich aus? Nun ist Industrie 4.0 ein großes Buzzword. Der eine versteht, ein RFID-Chip spricht mit einem Sensor und der andere versteht, eine Maschine besorgt sich selber Nachschub, um unterbrechungsfrei zu laufen. Ähnlich ist das in dem Bereich ECAD. Der eine Hersteller meint, wenn ich meine Daten in einem PLM-System wie Windchill oder wie Teamcenter oder auch wie SAP zur Verfügung stelle, dann habe ich meinen Beitrag zur Industrie 4.0 geleistet. Das glauben wir nicht. Wir glauben, dass diese Backbone-Systeme in der Lage sind, Workflows zu definieren und dass wir als E-CAD-Hersteller in der Lage sein müssen, aus diesen Workflows automatisiert Schaltpläne rauszukriegen. Das heißt, das E-CAD-System muss aus einem Teamcenter heraus, aus einem Windchill heraus angetriggert werden und dort arbeiten. Und die wenigsten CAD-Systeme sind dazu in der Lage. Wir haben ein Automation-Interface, so nennen wir das, und können solche Projekte abbilden. Das Besondere dabei ist, die Version 2015, mit der wir hier auf der Messe sind, ist die beste Software, die WS-CAD je rausgebracht hat. Ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Messe.